Sports and the PGA Tour, so proud to bring you continuing coverage of the world of golf. Alongside my partner, Frank Nobilo, I'm Rich Lerner. And Frank, we have a foursome ready to tee off. They're going to be playing alternate shot match play. Break that down for us before we get started, Frank. It's a great format. We see that in the Ryder Cup and the President's Cup. The easiest way to put it is two players on each team. One gets to choose the odd holes, one gets to choose the even holes. So if I, for example, teed off on the odd holes, Rich, you would then get to play the second shot. We would alternate all the way until we finish the hole. When we get to the second hole, because I played the odds, you get to tee off on the evens, you hit the tee shot, I then play the second shot, and we alternate all the way in. Simple. You could risk driver, but why? Just hit 3 wood down there, leave a nice yardage, knock it on the green, maybe make birdie. So just what you want to start your day, not the longest tee shot, but plenty long enough and in the fairway. Second shot straight ahead, and we go to Iona Stephen. Yes, thank you, Rich. What a delight it is to be out here on the golf course today, and it's always nice to start on the short stuff. A tricky two-tiered green, and be careful of that bunker short left. Ja, servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Ich habe jetzt am Anfang mal nichts gesagt, denn ihr habt es jetzt schon in der Einleitung oder im Intro gesehen. Wir spielen heute Lady PGA. Wir sind auf der LPGA und wir sind in Frankreich. Ich habe mir den Kurs rausgesucht, ja, den ich noch nicht kenne, den Evian. Das Evian Resort am Genfer See, Frankreich. Und das Schöne ist, das habt ihr bestimmt schon hier gesehen, man sieht immer im Hintergrund die Alpen. So, heute besonderes Spiel. Wir spielen, ja, ich will es mal so sagen, die stressigste Form des Matchplays im Team. Wir spielen einen Foursam oder wie man auch sagt, einen klassischen Vierer. Das heißt, deswegen haben ja auch die beiden Mädels hier schon abgeschlagen. Das heißt, wir spielen im Team jeweils nur mit einem Ball im Wechsel. Und ein Mannschaftsteilnehmer schlägt sozusagen immer an den Geraden ab und der andere oder die andere, die Partnerin, eben an den Ungeraden. So, Lexi Thompson, das sind wir und wir spielen zusammen mit, und ich muss es jetzt leider ein bisschen ablesen, Jinyoung Ko, weil ich bin jetzt in der LPGA nicht ganz so firm, was hier die Spielerinnen angeht. Und wir spielen gegen Nelly Korda und Danielle Kang. So, und wie gesagt, Matchplay, Foursam, und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Übrigens ist mir jetzt auch aufgefallen, was es hier gibt. Unplayable Lie, also das heißt, hier an der Stelle gibt es dann die Option, einen Ball für unspielbar zu erklären. Ist soweit interessant. Ändert dann auch nichts, das gilt übrigens auch für Strafschläge an der Spielreihenfolge. Das heißt, jetzt in dem Fall Thompson, sollte die den Ball ins Aushauen, dann würde eben die Partnerin Co. hier von dieser Stelle den nächsten Ball schlagen. Okay, das dazu. Später gibt es noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel zur Amundi Evio Championship, die 2022 stattgefunden hat, hier auf diesem Platz. Aber da erzähle ich später was dazu. Jetzt wollen wir mal spielen. Und das habt ihr vielleicht dann auch schon gesehen. Ich habe auch ein bisschen was an den Settings geändert, was die Kamera Einstellungen angeht. Also wir werden jetzt auch hier ein bisschen andere Einstellungen im Ballflug haben. Okay. So, das Problem ist, wobei es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, die ich zu finden habe, dass das ganze Grün nach links abfällt. Wir müssen spielen ein Eisen 7. Das schlägt mir jedenfalls der Computer vor. 164 Yards. Ein Eisen 7 und es geht nach unten. Würde ich eigentlich ungern. Ich würde, um ehrlich zu sein, lieber ein Eisen 8 spielen. Wir versuchen unser Glück auf der Seite und versuchen den Ball hier auch wirklich auf das Plateau zu bringen. Kommen wir in die Volksfront, wird dann nach links springen. Nun gut. Okay. Dann zeig mal, was du drauf hast, Lexi. Ja, wird ein bisschen nach links gehen. Oh ja, das hatte ich befürchtet. Er rollt jetzt runter, das war zu weit links. Okay, so, die Kameraeinstellung nennt sich Broadcast. Yeah, very conservative approach shot.
Da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr das findet, weil ich das finde. Second shot coming up. Let's check in for the first time with Nota Begay the third. 141 yards left. Sie macht es natürlich sehr, sehr gut. Da wollte ich eigentlich auch hin. Der Ball rollt noch ein bisschen zur Fahne. Okay. So, den nächsten Schlag macht jetzt meine Partnerin. A lot of movement on this putt left to right. I think the idea here is just to get it inside sort of a 3-foot circle. So, Zeit für ein Käfchen. Okay. Nelly Korda hat jetzt die Möglichkeit, das Loch für ihr Team zu gewinnen. Birdie to win the hole. Vermutlich über rechts. Ja, kein Break. Got it there, but not quite on target. So, also kein Break. Zumindest hat er keinen Break angenommen. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil er zeigt hier ein bisschen was an. Aber wir müssen den eigentlich lochen. So. Das gibt's nicht. Und jetzt rollt er runter. Ah. Eieieiei, über die Lochkante. So, und weil wir weiter weg sind vor Bogey, sind wir nochmal dran, also unser Team. Das sieht schon wieder nach einem ganz, ganz schlechten Start hier aus. So, sie überlegt noch. Ja, so viel zu überlegen gibt's doch gar nicht. Ja. Also drücken oder sonst was kann ich eigentlich nicht. Was ist los? Okay, interessant, spannend. Ja. Ah, jetzt. Okay. Da hat sie sich viel Zeit gelassen und ein Puttwunder ist sie auch nicht. That at least was a good putt that could have very well gone in, but you missed it by less than a foot. Ja. Okay, that's in for par here at the first. So, ganz, ganz mieser Start. This is one of the best sights you will find on this Alpine golf course. Coming back down the hill at the 163-yard par 3 second. Beautiful views of Loch Lomond and Switzerland in the distance. But focus on the task at hand. With such a steep drop, it's best to take at least one or two fewer clubs to try and massage this onto the green. So interessant, dass wir die Ehre haben. 78 Ja, nach unten, 78 Feet nach unten. Das heißt, normalerweise mindestens einen Schläger weniger. So, Wind, ein bisschen Rückenwind. Okay, so, das da hinten sollte oder müsste eigentlich der Genfer See sein. Okay, da ist eine Welle. So, wir werden versuchen, den Ball hoch anzuspielen. Okay. Oha. Warum solid allerdings shot. Nach rechts rollt? Solid throughout the round, we'll win the day. Was ich jetzt auch nicht ganz verstanden habe. Unsere Mitbewerber haben ja die Spielbahn davor gewonnen und eigentlich müssten die okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green.
We welcome in Iona Stephen. This, a putt for birdie. Yeah, Rich, this putt's got to be started out to the right-hand side. It will break back to the left, and you've got to be wary of that slope. Okay. Almost fell. So, den ersten Putt müssen wir in Licht machen. Den macht unsere Spielpartnerin. Here we go. This one for birdie. Ja, und sie hat ja schon gezeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Putterin ist. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn der fällt. Nein. I nearly had it. Just gonna wander a foot or so by. Gut. Okay, also das sollte jetzt, glaube ich, nicht das Problem sein. Das ist mehr oder weniger ein Tap-In. That finished off for par. Here with the second. Und ich denke, das wird auch kein Problem sein. Für Danielle Kang. Okay, that one. In for par. So, mit 1 down gehen wir auf die 3. Onward now to the 355-yard par 4 third. It is drivable for long hitters, but very difficult to hold this long but narrow green. So, unsere Partnerin schlägt ab. Hoffentlich mit einem schönen Draw. Das sieht aber eher nach einem geraden Schlag aus. No issues here. That is into the fairway. Sehr gut. Sehr gut. Well, that is straighter than straight. After a good tee shot, Iona, this, her second. Yeah, and we've done well to find the fairway, but finding the green is another prospect altogether. Pin at the front, so good opportunity to get the short irons dialed in. So, bevor wir schlagen, darf ich noch mal ganz kurz erwähnen, also von den Einstellungen spielen wir wieder das Gameplay, den Gameplay-Style Tour. Das heißt, ihr habt es ja schon gesehen, wir haben keine Puttlinie und auch die Fehlerverzeihung bei den Schlägen ist deutlich geringer. Also es wird eher Fehlschläge geben und da oben möchte ich euch ganz kurz bei den Settings noch zeigen, dass ich also beim, das ist hier gar nicht einzustellen, Augenblick, Visual, hier kann man es einstellen. Wir haben also jetzt hier Camera T to the Green auf Medium gesetzt und Putt and Chip auf High, was auch immer das heißt. Und hier Shot Tracking T to Green auf Broadcast. Ursprünglich haben wir immer Follow und es gibt auch noch hier die Version Pro. Wir lassen mal Broadcast und können das ja später dann nochmal umstellen. So, aber hier machen wir mal T to Green. For all shots to the green machen wir auch mal High. Top. Ah, okay. Ja, okay. Ich glaube, das hat irgendwas mit der Kameraeinstellung von der Höhe zu tun. Wir werden es sehen. Das Ganze safen wir. Übrigens auch eine ganz komische Geschichte. Jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, muss man die Audio-Settings neu anpassen. Scheint er nicht zu speichern. Auch eine interessante Geschichte. Und mit Sicherheit Inhalt für ein, was mir bisher gefällt und was mir nicht so gut gefällt an diesem Spiel. Auch da wird es mit Sicherheit in den nächsten Tagen ein Video geben, so als kleines Resume über die Vor- und Nachteile. Das wird euch bestimmt auch interessieren. Okay, kommen wir wieder zurück zum Spiel. Also links das Grün fällt also hier nach rechts ab. 59er Wedge. Okay. Okay. Knockdown, was auch immer das sein soll. Aber ich vermute vielleicht, dass da der Ball auch wirklich zum Liegen bringt. Approach. Es geht ein bisschen nach oben. So, okay. Backspin, ne?
Schade, schade, schade. Dann haben wir gut ein, zwei Meter verloren. Safely on the green and a birdie chance. Okay, not a bad lead. That's a good shot. 14 feet to the hole. Oh. Yes. Das war jetzt aber wirklich mit der letzten Umdrehung. In for a birdie. 8 feet now for birdie. Yep. Nicely done. It is a par here at the third. Well, somit ist das Loch geteilt. By trees means we are at the 431-yard par 4 fourth. Fairway sloping left to right towards Lake Geneva. A wayward tee shot to the right will find the trees and OB markers. A drive down the left will roll towards the center of the fairway. So, schlagen wir ab. Yep, wir schlagen ab. Okay, wir müssen eigentlich hier rein und das können wir natürlich versuchen mit einem leichten Draw. Das heißt, wir spielen den Ball sozusagen in den Hang und dann müsste er den Hang hochrollen und dadurch noch ein bisschen Speed kriegen und wieder nach rechts runterrollen. So müssten wir eigentlich gut Länge machen, wenn es eben funktioniert, so wie wir uns das denken. Aber jetzt müssen wir gucken, weil hier sind ein bisschen sind Bäume im Weg. Okay, einen leichten Draw. Was hat sie? Den Driver. Okay, dann mal los. Hm. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Ja, ich glaube, den Applaus hat sie sich verdient. Der Stress in dieser Spielweise, dem klassischen Vierer, besteht eben darin, da wir ja nur mit einem Ball spielen und immer wechselweise, dass man natürlich immer versucht, den Ball möglichst gut für seinen Partner zu legen. And safely on deck. That's the main thing. But from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. Eben den Ball für den Partner gut zu legen. Und Fehlschläge ist eben das Problem, muss man da nicht selber ausbügeln, sondern eben der Partner. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. A birdie putt. So. Down to Iona. Yeah, thanks, Rich. This is a pretty straightforward putt overall, but we are going up a gentle slope. Needs an extra bit of gas. Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. 18 footer. So, wir müssen auf jeden Fall den Berg hoch putten. Ein bisschen. Okay. Die Frage ist halt jetzt wieder, wie stark breakt das? Das habe ich hier noch nicht ganz so raus. Aber versuchen es mal so. Okay. Wenn der fällt, dann haben wir uns das Loch gesichert, wenn er fällt. Ja, da rollt wieder links vorbei. Wieder nicht stark genug. Just gonna sneak on by. Aber es war auch kein guter Putt. Wir waren nicht richtig auf der Linie. Und sie muss ihn jetzt auf jeden Fall versenken. That's him. It is a good par here at number 4. So, wenn ich richtig sehe, liegt da wirklich noch unser Ball im Loch. Sieht jedenfalls von oben so aus. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. So.
Next up, the 187-yard par 3 fifth. Water guarding the front and right of the green, so club selection to carry that hazard is paramount. Left side of the green is where you want to be. Ja, das ist doch mal eine richtig starke Bahn. Richtig cool, das sieht optisch sehr, sehr gut aus. Ja, man muss allerdings sagen, dass safely on the putting surface. Diese Kamera im Broadcast-Modus jetzt nicht gerade so dolle ist. Müssen wir mal schauen, ob wir das wieder umstellen. Der geht in den Bunker, das heißt Advantage wir. Team Thompson und Co. So Iona, this a second from the bunker. Well, to avoid the one big miss on this hole, the water is a bit of a result, but apart from the bunker, it is not an easy thing to achieve. Okay, not bad out of the sand, and that's what will remain, trying to grind out a par. Pretty big left to righter here for birdie. Okay, am Anfang geht's ganz, ganz übelst nach rechts, aber dann der Rest gerade. Ja, es ist halt wie immer, ne? Am Anfang hat man natürlich mehr Speed auf dem Ball, er nimmt das Break nicht so sehr an und dann gegen Ende. Aber dennoch werde ich jetzt hier, denn das, ja, man sieht es, rechts vom Loch geht's runter und wenn wir den eben nicht weit genug auf der linken Seite anspielen, dann laufen wir Gefahr, dass er uns rechts in die Kuhle läuft und dann hat es eben unser Partner ganz, ganz schwer und dann droht doch der Lochverlust. Also, lieber ein bisschen weiter links als zu weit rechts. Denn wenn er vorbeiläuft, dann bitte auf der linken Seite. Ja, er läuft sofort rechts rüber. Und im Prinzip passiert vermutlich. Ja, bleibt liegen. Okay. Nein, der fällt nicht. Der sieht nach einem Bogey aus. Und unsere Partnerin kann jetzt mit dem Paar das Loch für uns gewinnen. Ja. Ja. Oh, that is right on the precipice of going down. But I do believe it's gonna stay out. Ja, da muss ich schon sagen, ich glaube, da müssen sie ein bisschen noch an der KI arbeiten. Also. That one brushed in for bogey here at the fifth. Und den Putt kann man sich eigentlich auch schenken. That one finished off. It is a par here at five. Ja, da müssen wir noch mal drüber nachdenken, was wir da falsch gemacht haben. Here now at the 406-yard par 4 sixth. A slight draw off the tee will follow the contours of the hole and give best access to the green on your approach. You have to avoid the two fairway bunkers on the left. Okay, ein paar 4 mit 352 Yard, aber wir gucken jetzt noch mal ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, wieso steht da überall geteilt? Habe ich da was verpennt? Haben wir an der 1 tatsächlich geteilt? Das kann nicht sein, oder? Ich bin etwas irritiert, aber unabhängig davon möchte ich kurz in den Settings dieses Mal zurückstellen auf Pro. Und dann schauen wir mal, was dann passiert, wie dann die Kameraführung ist, weil mit dem Broadcast, das ist ja, finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd hier, wenn man spielt. Okay. Ja, also wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen irritiert, dass der Stand so ist, aber es wird wohl so sein. Gut, also auch hier in dem Fall würde sich der Draw anbieten. Wir müssen auf jeden Fall hier am Bunker vorbei. Wir spielen bergab. So.
Okay. Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Nee, der fliegt nach rechts weg. In die Bäume. Oh ja, okay. So that sets up a tougher second shot, missing the fairway with the drive, now in the rough. Okay. Aber es sieht so aus, als könnte unsere Partnerin auf jeden Fall, hat sie freie Spielbahn, sie kann das Grün also erreichen. Und der Abschlag sieht jetzt auch nicht viel besser aus. Just what you want at this point in the round, you're trying to find a rhythm. Okay, ich korrigiere mich, liegt auf dem Fairway. That's what they did, right there. After a good tee shot, Iona, this, her second. 130 is the number left of the day. What a shot! Okay. Almost pulls it from the fairway. And we'll have that left for a birdie. Incredible! That's a good shot. And more importantly, too, a green in regulation, so birdie chance. Ja, jetzt hatten wir gerade einen Tonaussetzer und ich habe so das Gefühl, EA muss dann mit Sicherheit die nächsten Tage alles abdrehen. So, ja, das nenne ich doch jetzt mal eine Annäherung. Und das interessanterweise aus dem Rough. Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target. Okay. Can't get the speed any better than that. Also jetzt haben wir ja einen Elfmeter zum Gewinnen der Spielbahn. So, wir haben nur wenig Break. Nicely judged, though. It's 4-5 here at par 3. 559 yards, 7th is a good par 5. It's the first one here at Evian. It's a chance to get home in 2. With 2 good shots and maybe get out of here with an eagle 3. So, da müssen wir durch. Optisch nicht viel Platz, aber ich glaube, sie spielt ein Holz. 3. Und wird wohl. Ja. Auf dem Fairway. Mehr braucht's nicht. So, Nelly Cora mit dem Driver. Startet links. Und wird, genau. Now from better than 300 yards out, a second to the par 5. So, wir können hier mit dem Wood 2 Holz 2. Spannend. Iron, okay. Ja, gut, also. Ein Eisen 2 sollte eigentlich. Ja. Wir passen auf, dass er nicht in den Bunker rollt, damit unsere Partnerin den hier wirklich sauber, hoffentlich, ins Grün spielen kann und wir dadurch eine Birdie-Chance hoffentlich uns erspielen. So, okay. Ja, das war wieder ein bisschen verdreht. Ja, geht ein bisschen rechts rüber. Ja, genau das hatte ich erwartet. Ist er ein bisschen zu weit rechts, bleibt er vor dem Bunker liegen. Alles im grünen Bereich. Oh, der ist aber weit links. Der ist sehr weit links und liegt im Rough. Das ist natürlich nicht gut für die Annäherung. Hier kriegt man eigentlich keinen Spin auf den Ball. Sie spielt ihn sehr hoch an, selbstverständlich.
And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still, inside 40 feet, just going to have to be careful with the lag putting. She's got a great swing. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Shot. I mean, I'll take that any day of the week. Respekt. A look here at birdie. And this one probably needs an extra nudge just to get it up that slope, but overall, it's not a difficult one. Ja, bleibt gerade und links vom Loch. Tja, also das ist eigentlich, also der muss rein, also sorry. Zack, also der liegt ja völlig hier neben dem Loch auf dem Plateau, eigentlich no break, gar nichts. Einfach nur einen sauberen Putt. Could have erased the bogey from the previous hole, but no dice there. Oh Mann. Das darf nicht wahr sein. That one finished off. It'll be a par here at 7. Mit dem Stick total aus der Puttlinie. Ja, das war die Chance, 2 aufzugehen. Das ist das, was ich meinte. Die Partnerin hat eine sehr gute Annäherung gespielt. This green, one of the narrowest on the course, so accuracy and distance control are required. Ja, Par 3 mit 211 Yards, das ist schon ein Brett. Muss man so sagen, aber ich glaube, es geht bergab. 7 Feet ist jetzt nicht so viel, aber 166 Yards bis zum Stock, so wie es aussieht. Okay. So. Oha. Tja. Da haben wir natürlich auch wieder die Gefahr, dass der Ball, wenn er nicht sauber zum Liegen kommt, links runterrollt. Da haben wir verschiedene Plateaus und da uns ganz unten links sieht man auch, wie alles da rot ist. Das heißt, da wird uns der Ball auf jeden Fall abhauen, wenn er da runterfliegt. Okay, wir versuchen hier einen ordentlichen Swing. Okay, das war eigentlich ordentlich, aber bleibt ein bisschen links. Tja, jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Schlag meinen verhunzten Putt wieder wettgemacht habe, sodass wir jetzt hier das Birdie spielen können. Der Ball geht nach rechts. Der slice sozusagen weg. Im First Cut. Bergab, einen Chip. Oha. Ja, da würde ich sagen, das war mehr als durchschnittlich. 18 feet from the bottom of the cup. That's not going to come back enough. And I'll stay on the high side. Also, im Prinzip zwei Putts zum Loch gewinnen. Good stuff. It is for bogey 4. Ja, das sieht immer so angeschnitten aus, diese kurzen Putts. Finishing up the front side here at Evian with the 524-yard par 5 ninth. Chance to gain a stroke or two before the turn. It is reachable in two, but you must find the fairway off the tee. Birdie, maybe even eagle, are there for the taking. Ja, das ist jetzt auch so eine Bahn, wo man richtig schön eigentlich links in den Hang reindrohen muss, damit dann der Ball so wie durch eine Steilkurve läuft und dann nochmal richtig Meter macht. Aber wir sehen, dass es auch hier ziemlich eng ist.
Sie schlägt den nach links. Das sollte passen. Sehr gut. Wie, 249 Yards noch bis zum Hole, bis zum Loch. Ein paar 5. Okay, habe ich nicht gesehen. Es ist ein paar 5. Okay, das erklärt vieles. Kurz vom Bunker, das ist Präzisionsarbeit. So, ich denke wir, genau. Yep, Lexi könnte mit dem Holz. Wir könnten mit dem Holz angreifen. Hier vorne ist eine False Front. Wir können ihn natürlich auch im Prinzip hier reinspielen und dann hoffen, dass er die Kurve kriegt und dahin läuft. Aber wir werden versuchen, unsere Gegner unter Druck zu setzen und einfach hier einen geraden Schlag zu machen. Wir stehen, glaube ich, ein bisschen überm Ball. Okay, er geht ein bisschen nach rechts, aber im Prinzip haben wir ihn gut getroffen. Ja, bleibt kurz vorm Grün liegen, das war ein. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Der geht rechts weg. Tendenz zum Bunker. Ja, das Publikum sagte es, deutet es an. Especially with a little savvy bunker shot. Ja, der kommt noch ein bisschen zurück. Okay, a good out, and that's what clever in den Gegenhang gespielt. So, am liebsten wäre mir ja, wenn sie ihn einchippt. Komm. Ja, das könnte auch etwas besser gehen. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder so einen Wadenbeißer, so einen 2-Meter-Putt, glaube ich. Ja, und das sieht so aus, als wenn der nicht fällt. Just 6 feet left for the birdie. Gut. Ja, vorhin haben wir den Putt auch deutlich unterschätzt. Aber wir haben auch schlecht geputtet, muss man sagen. Wir haben wirklich einen ganz schlechten Schwung gehabt. Es geht bergauf. Wir geben ihm vielleicht noch ein bisschen was mit, dass er das Break gar nicht annimmt. So. Okay, a shake of the head as that one is finished off. We begin the backside here at the Evian Resort with the 412. So, das waren die Front 9. Right, you can use driver and try and fly the trees on the right side of the fairway, but the safe play will see a 3-wood and short iron into the green. Yep. So. Das waren also die Front 9. Ich werde es jetzt übrigens zukünftig eher so haben, wenn wir 18 Bahnen spielen, dann werden wir das Video ein bisschen aufteilen, denn wir sind jetzt bei 40 Minuten und ich glaube, 9 Holes sind erstmal ausreichend. Dann werden wir nämlich dann immer 2 Videos machen, einmal Front 9 und dann die Back 9. So, ich darf mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen und natürlich auch für die Unterstützung, denn ich habe wieder gesehen, es gab wieder einige Abos. Ich sage recht herzlichen Dank dafür, freue mich, dass ihr jetzt zukünftig auch hier mit dabei sein wollt, wenn wir EA Sports PGA Tour spielen. Und heute haben wir die Damen von Weiß gespielt in einem schönen klassischen Vierer, einem Foursome. Wir spielen im Evian Resort am Genfersee. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, auch die zweiten 9, die Back 9 zu sehen, dann schaltet die in Kürze wieder ein. Ich werde das zweite Video dann auch zeitnah hochladen. Würde mich also freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel.